Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von One Night. Genau, in der letzten Folge waren wir ja leider stecken geblieben und ich musste dann eine Weile umhersuchen. Beziehungsweise ich bin erst gestorben, weil irgendwie plötzlich ein komischer Bug war und die nur noch nach oben liefen und natürlich dann in der Lücke landeten und ich dann natürlich gekillt wurde. Na gut, ich hatte dann nochmal angefangen, also von dem letzten Speicherpunkt aus, hatte die Säure wieder eingesammelt und habe dann auch noch diesen Ort gefunden. Und hier unten gibt es nämlich ein Item, was sehr nützlich sein wird, nämlich die Keycard. Und wir hatten ja eine ganze Menge Räume gesehen, wo uns eine Keycard gefehlt hatte, um sie zu öffnen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach in der Reihenfolge vor, wie wir dran vorbeigelaufen sind. Ursprünglich einfach, damit ich den Überblick behalte. Genau, und öffnen die jetzt. Oh Gott, das war echt, also, ein bisschen nervig gewesen, das Rumlaufen, bis ich endlich diese komische Treppe gefunden habe. Ich hätte auch echt schwören können, dass ich da hinten in der Ecke schon mal geschaut hatte, aber kein Plan. Vielleicht war ja auch die Treppe vorher nicht da, ich weiß es nicht. So, ich glaube, die Tür hier war eine der verschlossenen, weil links war der Computerraum, der zwei Türen hatte, aber hier... Okay, da glänzt was. Sonst sehe ich hier nichts Besonderes. Sehr gut. Eine Waffe und Heilung. Das können wir immer gebrauchen. So. Jetzt hier lang. Okay. Hier waren wir schon gewesen. So, jetzt gibt es da rechts eine ganze Menge, glaube ich, an Räumen. Oha. Und hier unten ja, dieses komische Gebäude. Vielleicht gucken wir erstmal hier. Hier gab es auch noch richtig viele Türen, glaube ich, die zu waren. Und alle mit so einem Keycard-Reader an der Seite. Also schauen wir mal. Ja, bitte, bitte. Ja, Gott sei Dank. Okay, was haben wir hier? Terminals? Oh, wer ist das? Ein weiterer Überlebender, der es nicht geschafft hat, zu fliehen. Eine kleine Tasche befindet sich in ihrer Hand. Wow, Level 2 Keycard. Ich glaube, da war ein Raum im Underground, wo wir den Strom angemacht hatten. Okay, also können wir auch da nochmal gucken. Okay, alles klar. Was? Egal. Okay, alles zu kompliziert, meint er. Kann ich hier was machen? Nein, okay. Alles klar. Das heißt... Auch da unten müssen wir nochmal hin. Okay. So, was haben wir hier? Okay, kriegen wir auf? Kriegen wir auf. Mit Level 1 Keycard. Super. So, was haben wir hier? Lila Computer. Calibration Terminal 2. Ein Code. Oh nein, ein Code. Okay. Nein. Das funktioniert nicht. Was ist hiermit? Calibration Terminal 1. Auch 1. 3. 4. Also 1, 2, 3, 4. Nehme ich jetzt einfach mal an. Würde sich anbieten. Obwohl, da kommt man gar nicht hin. Man ist vierte, oder? Ach doch, klar. Oh Mann, hier lang. Okay, alles klar. Geraffelt. Okay. Und was ist da unten? Eine handgeschriebene Notiz. Dr. Robertson, der Administrator hat mir gemailt, die Kalibrierungen für den heutigen Test. Und die müssen Sie sofort in die vier Terminals eintragen. Sie sollten die normale Methode zum Dekodieren der folgenden Kalibrierungen benutzen. Und die First Number jedes Codes repräsentiert das Terminal, an dem der Code eingegeben werden muss. Erinnern Sie sich? Nullen sind bereits dekodiert. Ach du Scheiße. Okay, Sekunde. Das wird aufgeschrieben. Okay, sorry, das muss ich mal kurz machen. E, G, D, A, D, C, F, D, I, 0, B, C, I, A, F, H, G, E und A, G, B, D-I-H-0. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer,
das zu dekodieren quasi. Okay. Dr. H. Terminus. Geiler Name. Okay, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es gibt ja 4 Terminals, A, B, C, D. Und wenn wir dann einfach die Buchstaben jeweils eine Zahl zuweisen, könnte das doch klappen, oder? Nehmen wir uns mal hier ein Terminal. Okay, das wäre quasi der Code, der mit C beginnt. Und das wäre A, B, C, D, F, G, H, I, 9, 1, dann F ist 6, H, I ist 8, H, G, H, 7, 5. Probieren wir einfach mal aus. 9, 1, 6, 8, 7, 5. Ja, okay, dann ist das ziemlich simpel. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Das dauert jetzt leider ein Momentchen. Terminal 1 ist das, was mit A beginnt. Da haben wir 7, 2, 4, 9, 8, 0. Zum Glück habe ich jetzt schon von dem anderen die Nummern direkt vorliegen. So, 7, 2, 4, 9, 8, 0. Tada! Super. Okay. So. Welches Terminal ist das? 2. Also das hier. B. 5, 8, 9. Ups, 9. Nicht, dass ich das nicht wieder erkenne. 0, 1. Okay. Code. 5, 8, 9, 7, nein, 0, 1. Ups. Damn. Okay, Sekunde nochmal. EH. Ach, das ist ein D. Ich habe unleserlich geschrieben. Sorry. Okay, jetzt aber. Es ist nicht eine 0, sondern eine 4. Super. Alles klar. Und der letzte Code. Ist ja ein bisschen aufwendig gerade, ne? So, 4, das ist jetzt dieses hier, D, 3, 6, 4, 9, das ist hoffentlich jetzt diesmal eine 0, 2, so, also 3, 6, 4, 9, 0, 2, okay, und was ist jetzt? Jetzt ist alles an, und was jetzt? Okay. Es ist gar nichts passiert. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es schon gut, dass wir es kalibriert haben. Ich hoffe, es bleibt kalibriert. Ich guck mal kurz. Ich ärgere mich über sowas immer. Okay, es bleibt kalibriert. Wow, ich habe ein mega Kurzzeitgedächtnis gerade. Hier waren wir drin, ne? Ach ja, hier war die Keycard Level 2 drin. Gut. Hier hatten wir noch mehr Räume. Hier ist noch einer. Sehr gut, die geht auch auf. Oh. Ein Gegner. Haha, wir kommen hier hinten lang. Oh. Okay. A gunpowder covered rope around it. Ja, da bräuchte ich was um Fall. Okay. Ich brauche noch Munition für die Waffe, dann könnte ich es aufkriegen. Alles klar, das müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt nicht direkt. Ich kann ja nicht kombinieren, oder? Im Inventory? Nee. Ah, das ist ein Key-Item. Ich dachte, das wäre wirklich eine Waffe, die man benutzen kann, um sich zu wehren. Okay, hier unten. Und da oben war das Laboratorium, aber wir versuchen mal, ob das aufgeht. Ich bin mir nicht sicher. Letztes Mal hat er ja gemeint, erst wenn alles bereit ist. Werde ich das öffnen oder irgendwie sowas. Okay. Ist das ein Key-Item oder... Wo ist es denn hin? Da. Nee. Ah, okay. Das killt die Monster. Das ist also eigentlich ein Kampf. Ah, Mann. Das hier ist ja ein Safe-Room. Geil. Wir können speichern. Oh, Gott sei Dank. Wir können speichern. Sofort. Ich mach mal ein neues Archiv. Archive. Okay. Ich guck noch einmal an diesem Computer. Okay, nein. Alles klar.
Ja, super. Okay, diesmal sind wir ja bis jetzt ganz gut durchgekommen. Das hatten wir uns ja angeguckt. Und? Experimentroom. Okay. Das geht noch nicht. Waren wir hier eben drin? Ey, das gibt's noch nicht. Ja, hier waren wir drin. Okay, dann gibt es aber oben rechts ja auch noch die Räume. Und wir haben den Underground. Nee, Quatsch. Wir haben im Underground den Key zu. Wie hieß das? Keycard Level 2, genau. So, und da ist ein Raum gewesen. Ich glaube, einer der unteren beiden Räume. Einer ist der Safe Room und der andere war einer, wo wir diese Keycard Level 2 brauchen. Genau. Okay. So, jetzt gucken wir hier erstmal. Hier irgendwo war das. Hier irgendwo. Ich weiß nicht, ging diese Tür hier auf schon? Ah, dieses auch. Okay. Ich meine, okay. Dann gehen wir hier halt erstmal rein. Ich hoffe, hier ist es einigermaßen sicher. Oh, was ist das? Okay. Nee, ich weiß noch keine Nummer. Okay, funktioniert nicht. Und hier ist wieder das Gleiche, ne? Okay. Was haben wir da? Zwei Knives. Wow. Ist das jetzt ein Key-Item oder wirklich was zum. Super. Okay. Und wir haben hier ein Buch. Dann schauen wir doch mal. Someone's Journal liegt hier. 5. Juli. Heute ist nicht viel passiert. Man würde denken, da der große, wichtige Test am Mittwoch geschieht, würden alle in der Base total aufgeregt sein, um sich vorzubereiten. Aber es ist so langweilig und die gleiche Routine wie immer. Ich bin nicht autorisiert, genau zu wissen, was es mit diesen Tests auf sich hat. Aber es wurde mir gesagt, dass dieser Test endlich zu den Ergebnissen führen könnte, die der Administrator erwartet. Ich wünsche Ihnen viel Glück. 6. Juli. Tja, es scheint, ich habe zu früh gesprochen. Heute sind plötzlich alle total aufgeregt. Alle bereiten sich vor, weil morgen die Sponsoren des Administrators einen Besuch abstatten. Sie haben sogar den Code verändert für den Eingang zur Waffenkammer. Es gehört zu meinem Zuständigkeitsbereich als Supplies-Koordinator, mich daran zu erinnern, aber damit habe ich immer Probleme. Ich muss mich erinnern. Och du Scheiße, nicht schon wieder sowas. Summe of the 15th. Oh nee, nicht ernsthaft, oder? Also das mache ich nachher offscreen, ne? Wir gucken gleich erstmal, was in den anderen Räumen noch ist, aber ich mache doch hier jetzt nicht. Okay. 15. Prime-Nummer, Number und die 24. Prime-Number. Die müssen einfach zusammengerechnet werden. Ja, toll, das mache ich jetzt bestimmt nicht. Das muss ich erstmal nachgucken, was weiß ich. Ah, ich bin. Achso, 8. Juli. Ich bin verflucht. Es ist ein ganzer Tag, seitdem dieser Test jeden verrückt gemacht hat und ich verliere langsam die Hoffnung. Achso, ja, tatsächlich, es gibt nur 7 Überlebende in meinem Teil der Base und wir sind nicht. Achso, wir werden nicht viel länger durchhalten. Keiner von unserer Gruppe war direkt in das Experiment involviert. Also wissen wir auch nicht, wie wir das wieder umkehren könnten. Wir können nichts tun, außer uns hier zu verstecken im Hauptgebäude und auf den Tod zu warten. Wir können nicht mal gehen, weil irgendwie sind alle Ausgänge der Base versiegelt. Und außerdem gibt es diese Kreatur, die uns immer verfolgt. Ich weiß nicht, ob wir überleben werden. Der 12. Juli. Immerhin, das ist ja ziemlich lang. Jetzt sind nur noch ich und Mirth übrig. Die anderen sind alle tot. Getötet bei entweder. Entweder getötet von dieser gesichtslosen Kreatur oder von einer der anderen Monstrositäten, die hier herumrennen. Wir haben begonnen, andere Areas zu untersuchen, wo wir uns vielleicht verstecken können. Und so langsam haben wir begonnen zu verstehen, was genau passiert ist. Das bedeutet, dass wir jetzt anfangen können, eine Flucht zu planen. Basierend auf den wissenschaftlichen Reports, die wir so gefunden haben. Unbekanntes Datum.
Merth hat mir geholfen, die das Teleportationsequipment in die Labor-Area zu bringen und anzuschalten. Ah, wir können es dazu benutzen, uns aus diesem Ort heraus zu transportieren. Zu einer anderen Area, wo wir hingehen müssen. Jetzt brauchen wir nur den Card-Key. Oh mein Gott, aufmachen wird den Ort, wo die atomaren Destabilisatoren sich befinden. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass nur der Administrator diese Karte besitzt. Wir haben keine Zeit mehr. Ich hoffe, wir können den Administrator finden und diese Karte kriegen, bevor dieses böse Monster, was hier rumstreunt, uns findet. Oh, puh, Mann, das war ja ganz schön viel Blabla. Ach so, ja, da hatten wir ja schon geguckt. So, ja. Wir gucken erstmal in den anderen Räumen. Finde ich eine gute Idee. Von mir. Das muss ich, das mache ich dann kurz in der Aufnahmepause. Da gucke ich kurz nach. Also, was weiß ich, was die 500. Primzahl von 38 minus 14 durch die 26. Primzahl ist. So, hier war einer und hier oben war noch eine. Doch, genau. Dann gehen wir erstmal hier rein. Genau, das war Level 1. So, was haben wir hier? Oh, achso. Ah, was ist das? Ah, das kann die atomaren Destabilisatoren aufladen. Aber braucht eine besondere Keycard. Okay. Und das sind... Ach, hier werden die gelagert. Aber dafür brauchen wir auch eine Special Keycard. Ist hier auch ein Speicherding? Nee, ich dachte eben schon. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Aufnahmepause. Dann gucke ich auch gleich mal nach diesem ominösen 15. und 24. Primzahlen und was sie zusammen ergeben. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer weiteren Folge von One Night. Ciao, ciao!